Es ist nicht zu glauben, meine lieben Freunde. Ich bin gerade am Wasser angekommen und schon fängt es an zu regnen. Und zu allem Übel, ich hatte was ganz Besonderes mit euch vor. Ich wollte mit euch gucken, ob bei uns am Vereinshaus immer noch so viele Hechte gehen. Das ist dieses Kanalstück, aber da am Deich, wo ich eigentlich sitzen wollte, der ist gesperrt worden. Den dürfen wir nicht mehr betreten. Nicht wir Angler, nicht die Leute mit den Hunden, nicht die Leute, die einfach nur ein bisschen entspannen wollen, relaxen wollen, Buch lesen, wie auch immer, sich sonnen wollen. All dies ist nun vorbei, denn der Deichverband hat das gesperrt. Jetzt muss ich mich hier mit so einer Ausweichstelle behelfen. Ich habe keine Ahnung, ob hier gut Hecht sitzt. Gerade habe ich hier schon in der Mitte ein bisschen Bewegung gesehen. War ein größerer Fisch, was es gewesen ist. Keine Ahnung. Ich habe heute 4 Hechtrouten dabei. Was für Routen das genau sind, das seht ihr gleich nochmal. Und wie wir anködern, das sehen wir auch gleich. Ja, die erste Route ausgebracht, ihr habt es gesehen, eine kleine Güster oben an der Oberfläche präsentiert mit einer vorgebleiten Pose und ja, ein Spann von, sagen wir, 30 cm unter der Wasseroberfläche. Jetzt kommen noch meine 3 anderen Angeln, da habe ich 3 Teleskoprouten dabei, die bestücken wir mit Rotaugen und auch am Stahlvorfach. Ganz wichtig, wenn ihr am Hechtangeln seid, denn das ist heute unser Zielfisch, wir wollen auf Hechte. Die letzte Zeit war ich irgendwie nicht so begeistert fürs Angeln. Aber nun will ich wieder ein bisschen Action. Ich habe Bock auf ein paar Hechtfilets und ich habe Bock auf ein paar Hechtdrills. Und mal gucken, ob wir nicht einen erwischen können. So sieht das Ganze dann aus. Schön versteckt, schön großer Eisenhaken. Reicht allemal. So, alle Routen drin, meine lieben Freunde. Endlich geht's mal wieder los. Ihr habt mich lange nicht gesehen. Ich habe euch lange nicht gesehen. Würde mich freuen, wenn ihr mal einen Kommentar unten da lasst, dass wir uns mal wieder richtig unterhalten können. Und jetzt wollen wir hoffen, dass das Gewässer seine Magie mit uns teilt. Dort drüben wollte ich eigentlich mit euch hin, aber dieses ganze Gebiet jetzt hier ist vom Deichverband gesperrt und ja, nicht mehr zugänglich für uns. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass genau dort drüben vor der Kante ein schönes Hechtnest war. Und dort waren immer 2 Hechte, die locker über einen Meter hatten. Ob die da jetzt immer noch sind, das weiß ich nicht. Ich habe gut weit rangeworfen an dieses Hechtnest. Mal gucken, vielleicht lässt sich ja jemand überreden.
zeige euch mal was, Freunde. Da hat sich doch noch ein kleiner Barsch den zerfetzten Bull Baits gegönnt. Nice. Könnt ihr ihn sehen? Da steht er über meiner Pose. Ich weiß nicht, was passiert ist. Hier scheint jetzt gerade ein Biss gewesen zu sein. Aber irgendwie ist der Fisch nicht dran, glaube ich. Oder unter ihm steht noch ein größerer. Das passiert, wenn man mal eine Minute nicht am Platz ist. Gucken wir mal. Aber da steht er, der schöne Esox. Geile Zeichnung von hier. Echt geile Färbung. Aber ich sag mal so, der Hecht wäre eh zu klein gewesen, also ist es nicht ganz so tragisch. Er war sogar am Köderfisch bei, Schuppenbild ist ab, hat ihn versucht zu greifen, aber nicht hingekriegt. Egal, der erste war interessiert, mal gucken, ob noch ein zweiter kommt. Moin. Moin. Ja, der war schon gut da dran, aber ich glaube, der hätte den Köder auch gar nicht reingekriegt. So, nun kann er auf jeden Fall besser Schnur nehmen. Mist! Ja, da wäre meine Rechnung schon fast aufgegangen, nur an der Größe hätten wir noch ein bisschen arbeiten müssen. Aber das passiert auch nicht oft, oder zumindest nicht alle Tage. Mir ist es noch gar nicht passiert, dass ein Hecht über der Pose steht, den Köder ausspuckt und der darunter liegt. Ja, hat sich dann irgendwie noch in Kraut verfangen gehabt, deswegen wahrscheinlich auch den Köder ausgespuckt. Und ja, so geschieht das beim Angeln manchmal. Wir hoffen, dass noch ein anderer einsteigt. Mal hier schön auf eine Bullbaits Fälschung. Irgendein anderes Produkt aus irgendeinem anderen Hause. Also wenn das nicht mal ein geiler Hecht ist. Wäre ein schöner Bewohner fürs Aquarium. Geht aber wieder rein. Fliegt mein Kleiner. Die Fische sind heute echt bissig. Aber Kinderstube oder wie oder was? Das geht, danke. Selbst ist der Angler. Danke, danke. Jawohl, Freunde. Geile war bei dem Fisch jetzt gerade, ich habe gesehen, wie er hochstieg zur Pose, hat sich die Pose angeguckt, ist dann runtergekommen und hat sich den Fisch gegönnt. Das ist auf jeden Fall ein besserer wie gerade. Den habe ich schön kommen sehen, das war Hammer. Genau so einen wollte ich haben. Ja. Schön die Angel ein bisschen einfahren.
schöner Fisch. Gut Kraft. Ein wunderschöner Fisch. 65 cm der gute, wohl genährt. Klasse. Gebissen auf eine Güster, 40 cm unter der Oberfläche, kurz nachdem sein anderer Kumpane ihn nicht reinbekommen hat, den Köder. Er hat's geschafft. Yes! Lecker! Ja, das hatte ich tatsächlich so auch noch nicht erlebt. Komm gerade wieder zurück auf meinen Platz. Guck und sehe von unten etwas hochkommen, das war der Hecht. Und der Hecht stellte sich genau vor die Pose mit seinen Augen, betrachtet die Pose, steigt von der Pose wieder runter zum Köderfisch, schnappt zu, bleibt stehen und geht ganz langsam los. Also mir kam das echt so vor, als wenn er die komplette Montage, also meine Falle, komplett abgecheckt hat. Aber dennoch hat er den Köder genommen und ist in meine Hände gelangt. Also für mich war es ein mega entspannter Tag, mega geile Eindrücke wieder, zwei Hechte gesehen, einen davon gefangen und ja, jetzt die nächsten Tage wollen wir uns vorbereiten, wollen wieder neue Köderfische ranholen, denn am Wochenende werden wir mit der Stellfischroute losziehen und mal gucken, ob wir da nicht noch den einen oder anderen Esox überlisten können. Bis dahin, vergesst bitte nicht zu liken, zu kommentieren, zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Young God. Young God. Young God.